Okay, dann herzlich. Ich mache es dann einfach mal auf Deutsch. Ich glaube, das ist okay. Ich kann es auch auf Englisch machen, aber wir brauchen nicht kommerzieller. Herzlich willkommen. Ich bin Marcel Holtmann. Ich arbeite für Intel und der Talk ist überhaupt, was wir gemacht haben mit Wi-Fi in den letzten 4 Jahren. Disclaimer muss ich machen: Linux Trademark und Linux Torvalds, Wi-Fi, Wi-Fi Alliance und alles andere, was ich irgendwann auf den Folien habe, Trademark der Besitzer. So, weil ich das zwar vorstelle, aber die große Arbeit geht an ein paar andere Leute, also deswegen immer schön die Credits mit dabei. Dennis, Hauptmaintainer, macht viel vom Code-Review und auch viel von der Arbeit. Andrew macht viel der Arbeit, Tim, Raoul, viel am Testing auch, James auch und Matt auch viel auf der Kernel-Seite, haben viele mitgeholfen, also ist kein Ein-Mann-Projekt, es viele, die dabei waren, das aufzuziehen. So, wie der Titel schon sagt, Wi-Fi. Also primär der Vogel auf der rechten Seite, aber ich habe auch so ein bisschen extra Gimmick noch für die drei Vögel auf der linken Seite. Wir haben so ein bisschen auch das Nicht-Wi-Fi noch mit im Griff. Im Endeffekt, für Intel bin ich damit angefangen vor ungefähr 11 Jahren, wo wir Conman gemacht haben. Und vor 15 Jahren war Wi-Fi auf Linux ganz schlimm, vor 11 Jahren war es immer noch ziemlich schlimm. Schlechte Treiber, schlechte Unterstützung, binäre Treiber und alles mögliche. Das ist alles mittlerweile gut im Griff. Es gibt noch so mal kleine Baustellen, wo es halt problematisch ist. Aber im Großen und Ganzen, die ganze Treibersituation ist relativ gut. Und Schritt für Schritt kommen die exotischen Treiber für Rahlink, Realtek und so weiter, kommen in Upstream-Körner, sind benutzbar. Also man könnte fast irgendwas im Mediamarkt oder Saturn kaufen und wird fast funktionieren. Das Problem, was wir hatten, war die Schicht unterm oder Schicht überm Kernel, der W-Supplicant, mein Swiss Army Knife, das alles und im Endeffekt doch gar nichts macht. Unser größtes Problem, weil es wirklich so viel Funktionalität hat, so viele Optionen und eine Komplexität da drin ist, dass das wirklich zum Problem wurde. Und im Endeffekt waren wir dabei immer so schön nett verloren. Man lief links und rechts, man musste 1000 Sachen machen, aber hat man doch nicht gekriegt, was man wollte. Man lief halt ziemlich vielen roten Heringen hinterher und stand dann irgendwann unter Wasser wie Guybrush hier. Unser größtes Problem war einfach, wir wollten es verbessern, wir wollten es gucken, kriegen wir es hin, können wir die Architektur ändern, weil die Architektur passte uns einfach wirklich gar nicht. Wir waren zu Teilen erfolgreich, nicht zu allen Teilen. Also wir haben kein vierjähriges Rad hingekriegt, wir haben ein dreijähriges Rad hingekriegt, aber davon hast du immer noch nicht das, wie es funktioniert. Als Beispiel war, dass du so viel Komplexität oben drauf packen musst und erst dann hast du irgendwann funktionierende Wi-Fi-Funktionalität. Also Network Manager vor ungefähr 15 Jahren fing damit an, Conman vor 11 Jahren haben wir es gemacht. Die Schichten, die wir drauf packen mussten, damit wir überhaupt irgendwie uns verbinden konnten, waren unglaublich und das stört mittlerweile immer noch, weil alles, was wir haben, ist im Endeffekt nachher in der UI entscheidet und das ist ein Problem. Wie gesagt, IWD, iNet Wireless Daemon, kleines Wortspiel, wir wollten einfach einen kleinen, kurzen Prozessnamen haben. Ich mag nicht diese irren langen Prozessnamen, das ist einfach Blödsinn, die sollen schön kurz sein. Was wir haben, vor 4 Jahren angefangen, mittlerweile haben wir es soweit, dass wir komplettes Wi-Fi-Management haben. Wir können unsere Netzwerke uns merken, wir wissen die Passwörter, wir können vernünftig scannen. Das war ein großes Problem, glaube ich, Supplicant. Jeder wollte irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt scannen, weil klingt erstmal nicht problematisch. Das Problem ist bloß, für jeden Scanvorgang muss der Transceiver in der Wireless-Karte auf eine andere Frequenz. Und wenn du von 2,4 GHz zu 5 GHz springst und in 5 GHz springen musst, das kostet Zeit. In der Zeit kriegst du keine anderen Pakete übers Netzwerk, es sei denn, du hast wirklich, wirklich teure Hardware. Und jedes Mal, wenn irgendwer anfängt zu scannen, kann der Netzwerk auch einfach mal Beacons verlieren und dann hast du einen Disconnect und sonst was. Also wirklich nur scannen, wenn notwendig ist oder wenn Anforderungen dafür da sind. Fast Roaming, das, was heutzutage jeder will, Mesh-Netz, mehr Wi-Fi-Mesh, wie es auch immer funktioniert. In vielen Fällen ist es einfach ein Wechseln zwischen Access Points und selbst zwischen 2.4 und 5 GHz, das ist ein Roaming. Man wechselt den Access Point, man wechselt zwischen einer physikalischen Karte zu der nächsten. Das muss einfach laufen, das muss funktionieren, da darf keine Wartezeit entstehen, da muss kein Disconnect kommen, das muss laufen und funktionieren. Interessante Sache ist, dass viele Access Points dir wirklich die Informationen geben. Wo ist dein nächster Access Point, du weißt auf welcher Frequenz der ist und so weiter, du kannst im Endeffekt anfragen, hast du einen besseren in deiner Gegend? Ja, okay, dann springe ich mal. Oder halt, wenn sie sagen, okay, ich bin ziemlich voll auf 2.4 GHz, nennt sich Bandsteering, dann können sie dich auf den nächsten setzen, komm, spring doch mal eine 5 GHz Frequenz oder umgekehrt. Das können die alle machen. Probier das mit W-Supplicant, das wirklich funktioniert nicht. Der Code ist da,
Funktionalität ist da, aber sie wird nie benutzt. Mit IWD haben wir das alles fest eingebaut. Die andere Sache, wir wollten halt Linux, Linux only. Also, dass das auf FreeBSD läuft oder halt auf macOS oder auf Windows, das war uns relativ egal. Wir legen Fokus auf eine Plattform und ein Interface, also nicht Wireless Extensions, sondern Netlink 802.11 und nichts anderes. Der Source Code muss lesbar sein, so dass man auch wirklich Contributions bekommt. Das ist ein großes Problem, wenn du so einen Spaghetti-Code hast, dann will sich keiner angucken. Oder die Sachen werden halt relativ hammermäßig reingehackt und dann hilft das im Ganzen auch nicht. Unit-Tests für jedes Feature, Scanning-Code, IAP und sonstige Funktionalitäten, Management-Frames, haben alle Unit-Tests mit dabei. Die sind sauber separiert. Das heißt, wir wissen, wenn da einer Mist baut, finden wir das relativ innerhalb von ein paar Sekunden. End-to-End-Testing mit HWSIM, komplettes Setup von virtuellen Netzwerk. Das Virtuelle ist dann zwar, das virtuelle Luft ist dann zwar perfekt, aber es erlaubt zu testen, ob die ganzen Features wirklich funktionieren. Interessante Sache, das wird nachher noch deutlich, wir wollten IAP, IAPOL und VW-Handshake separieren. In Dolby Supercam ist das so ein bisschen ineinander gemischt, das ist ein und da eine Grütze. Da sind aber unterschiedliche Sachen. IAP ist die Authentifizierung, IAPOL ist der Transport über Ethernet und VW-Handshake ist einfach nur der Key Exchange. Das sind wirklich unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel IAP für Wi-Fi ist unterschiedlich wie IAP für Ethernet und ist unterschiedlich für IAP für WiMAX oder alle anderen Technologien. Und da muss man die Transporte halt sauber auseinanderziehen. Und VW-Handshake ist halt Wi-Fi-spezifische Sache. Die DBus-APIs, die wir dafür haben wollten, sollten natürlich dem Nutzer zugutekommen. Also wirklich, finde mein Netzwerk, verbinde ich mit dem Netzwerk, welches Netzwerk kenne ich. Und das war es auch im Großen und Ganzen. Kryptografisch, Kernel. Wir haben gesagt, wir wollen kein OpenSSL, wir wollen kein GNU-TLS, wir wollen die Kryptofunktionalität von Kernel nutzen, das nennt sich AF-ALK, der hat Zugriff auf alle AES-Funktionalitäten und sämtliche Ciphers. Und wir haben auch Zugriff auf Zertifikate und Keys. Dementsprechend brauchen wir dann nicht lange machen und komplizierte Krypto-Libraries benutzen, die halt nicht in einem asynchronen Mainloop laufen können. Die brauchen alle Threading. Die haben wir erstmal ausgeschlossen. Außerdem sind die riesig und verbrauchen viel Memory. Die andere Sache ist, wenn Informationen vom Nutzer benötigt werden, wollen wir den Nutzer einfach fragen. Also wir wollen nicht, du musst das Passwort vorne rein wissen. Du kannst einfach zu deinem Netzwerk dich verbinden und ach, wir brauchen jetzt ein Passwort, dann wird gefragt. Das gleiche gilt für die ganzen Enterprise Networks, da wird vorher geconnected und dann werden sie, oh, wir brauchen ein Zertifikat, wir brauchen vielleicht Username und Passwort oder wir brauchen irgendwas anderes. Das heißt, es ist sehr dynamisch und der Nutzer wird dann einfach gefragt nach den Informationen, die er braucht. Und wenn wir die Informationen nicht brauchen, weil wir das selber rausfinden können, dann wird der Nutzer nicht gefragt. Also Vorabwissen ist im Endeffekt nur dein Netzwerkname. Enterprise Provisioning ist vieles dann halt, wo EDROM und die ganzen anderen Sachen, da muss man halt einfach vom Admin legt einen File an, so ein Ini-Style-File, packt man in die richtige Position und schon wird das Netzwerk verbunden. Machen alle großen Desktops, Telefone so, man lädt sich eine Datei runter und hat Informationen. Weil, warum soll man auf irgendeine Website suchen, dann irgendwie klicken und so weiter, einfach runterladen, fertig funktioniert. Große Sache ist, dass WSC, das Wireless Configuration Setup, wo man einfach einen Button auf der Ecke, auf dem Wi-Fi-Box drückt und dann wird man verbunden. Das hat mit WSupplicant, das funktioniert zwar, wenn man weiß, wie und durch ziemlich viele Sachen springen, aber es hat nie wirklich so automatisch funktioniert, wo es drücken, fertig und läuft. Mit Conman und haben wir das auch nie ganz geschafft, dass das wirklich funktioniert. Ich glaube, Network Manager kann das überhaupt nicht. IDOL, die kann das wirklich sauber. Das ist halt, wenn man eine Fritzbox nimmt als Beispiel und drückt auf den Button, sagt, bitte verbinde mich, dann findet er die, verbindet sich, tauscht die PSKs aus und alles läuft. Und wir haben mittlerweile auch Access Point Support drin, also dass man solche Sachen wie Personal Access Point schnell aufsetzen kann. Alles, was man so erwarten würde, haben wir nach 4 Jahren mittlerweile zur Verfügung. Wie gesagt, das Projekt ist 4 Jahre alt, aber wir sind vor 4 Jahren angefangen. Dieses Jahr sind wir angefangen, endlich Releases zu machen. Ein Projekt, das wirklich keine Releases macht, existiert nicht. Das ist irgendwo ein Gitri für ein paar Developer, die ein bisschen rumspielen wollen. Anfang des Jahres waren wir so weit, wo wir gesagt haben, wir sind so weit, wir können das auch für eine größere Community loslassen und wir können auch den Distro sagen, integriert das mal und dann gucken, was passiert. Februar hatten wir einen ersten Tarball. Das lief eigentlich ganz gut. Open Networks und WSC lief. PSK Networks lief auch. Enterprise war noch nicht so sehr. Aber das lief. Zweite Version war mehr der Testballon für IAP over Netlink 802.11.
Das Problem ist mit ERP, weil es ein Ethernet-Port ist und die ganzen Informationen, wann man verbunden ist mit dem Network, welche zusätzlichen Key-Informationen man bekommt, laufen über Netlink. Der Kernel synchronisiert das nicht. Das heißt, es kann sein, dass die ERP-Message kommt beim User-Space erst an und dann kommt erst die Information, welche weiteren Key-Informationen man hat. Oder es kommt das nächste Mal andersrum. Das heißt, man müsste rein theoretisch im User-Space ziemlich viel rumtricksen und können dann halt die Sachen cachen, warten. Und mit warten haben wir es nicht so. Also wir hätten ganz gerne, wenn wir wissen, dass wir im Network verbunden sind, dann möchten wir nicht warten auf, dass irgendwas anderes dann irgendwann kommt oder können wir das irgendwann schedulen und das Paket irgendwann mal gibt. ERP läuft jetzt, wenn man einen neueren Kernel hat, über das Netlink-Interface und damit das komplett synchronisiert. Das heißt, wir bekommen die Informationen in der richtigen Reihenfolge. Macht die ganzen Race-Conditions, die rein theoretisch da sind, fallen weg, weil der Kernel sortiert das vorher aus und der ERP-Traffic, der normal ein Ethernet-Port ist, geht über Netlink und damit ist alles synchronisiert. Sehr sauber und hilft bei den Race-Conditions, die manchmal hat, wirklich die rauszufiltern. Version 0.3, Hidden Networks, großes Problem, ja. Hidden Wi-Fi Networks ist kein Standard. Das hat sich Cisco irgendwann mal ausgedacht. Das funktioniert halbwegs gut oder schlecht. Das Problem mit Hidden Networks, das Scanning muss viel mehr, wird viel komplizierter, auch mal so aktiv scannen, um die Access Points zu finden. Mit Wsupplicant und Network Manager und Convent war das nie wirklich möglich, weil man wusste halt nicht, wer für was scannte. Oder man war immer aktiv über Brute Force mit Active Beacons durch die Gegend. Was man dann natürlich vermeidet oder nicht möglich ist, dass man die Address Randomization benutzt und somit sich eigentlich versteckt, wenn man scannt oder passiv scannt, dass man gar nicht gefunden wird, dass man scannt. Wie gesagt, wenn man aktiv scannt, dann weiß jeder, der einen Rogue Access Point hat, wer da rumläuft und welche SSIDs du kennst. Mit Hidden Networks haben wir es halt so dann gebaut, dass wir das mit passiv machen, aber für die paar Hidden Networks, die wir haben, dann aktive Scans losschicken. Es funktioniert besser, als ich das jemals vorher in irgendeinem System gesehen habe. Ich würde trotzdem keinen raten, das zu benutzen. Hidden Networks ist so eine Sache, das ist wirklich nicht Privacy, das ist einfach nur ein Stück Papier über ein Loch legen und hoffen, dass keiner reinfällt. 04, Ad-Hoc-Support, war nie geplant, kam zufällig, weil wir was für den WP3, für die Authentifizierung umschreiben mussten. Hatten wir dann auch Ad-Hoc-Support als Freebie mit dabei und dementsprechend kam dann auch Access Point Mode gleich mit daher. Und 5 war ein Brown Paper Bag, 6 hatte nichts Besonderes, das werden wir ja so aufräumen. 07 war halt mal das Interessantere, wo wir dann endlich WP3 mit SAE Networks voll unterstützt haben. Das heißt, wenn man Access Point mit WP3 hat, funktioniert der auch. Liste der ERP Methods for Enterprise ist mittlerweile auf dem Level, dass wir komfortabel sagen können, dass wir, okay, die meisten Netzwerke unterstützen wir. Und ich glaube, wir sind so grob in einem monatlichen Release-Zyklus drin, dass wir das Ganze auch in der Distros haben, dass die regelmäßige Updates machen können. Wenn ihr interessiert, die Architektur ist sehr, sehr different. Von Anfang an wollten wir halt Streamline machen. Wir wollten halt sagen, wir fokussieren. Das heißt, den einzigen Differences between, zwischen also Softmacs und Fullmac-Chips. Das ist einfach so, das macht der Kernel für uns aber. Und der Rest ist dann wirklich Kernel Crypto, Kernel Keyrings und dann ELL, Embedded Linux Library, im Endeffekt ein glib Replacement, das viel kleiner ist und sauber ist und halt Abstraktionen für Netlink, Debus, Keyrings und sonstiges mitbringt. Das heißt, man braucht keine externe Debus Library, man braucht keine externe Netlink Library, man braucht gar nichts. Und dann halt IWD als Debus Interface und dann kann man direkt in Network Manager, Conman oder irgendwas anderes gehen. Wenn man das im Gegensatz anguckt, was wir halt auseinanderschrauben mussten dafür oder sagen, das, was wir aufgeben mussten, war die Komplexität wirklich, wo da habe ich so gesagt, okay, ich unterstütze jedes Operating System auf dem Planeten. Okay, ist toll, wenn man Atos bastelt und die machen will. Ich unterstütze jede TLS-Library in jeglicher Form oder Variation. Ich habe auch ein internes TLS-Built-In und so weiter. Ich glaube, mittlerweile versuchen sie auch den Kernel-Support für TLS und AFR und Key Control zu benutzen. Ich habe 4 oder 5 oder 6 oder 7 mittlerweile verschiedene Interfaces, wie der Benutzer dann darauf zugreifen kann, inklusive Command Line und sonst irgendwas. Es war einfach nicht unser Ding. Was noch anzumerken ist hier, also man kann mit der Debus API gar nichts machen. Wir mussten einen Riesenblock Gsupplicant drüber packen, der im Endeffekt das enkapsuliert und halt uns die Möglichkeit gibt, das halt zu steuern.
Was interessant ist mit der Architekturänderung, ist, wir können mehrere Klienten gleichzeitig haben. Also WSupplicant musst du wirklich abschirmen, einpacken und du hast einen Benutzer davon. Sobald ein zweiter Benutzer kommt, würde der alles kaputt machen, weil du gar nicht die Statusinformationen hast, was wo los ist. Du hast nicht genug Informationen, was passiert. Und wenn du irgendwas machst, bringst du den anderen Klienten komplett durcheinander. Also Network Manager, Conman, Chrome OS, alle möglichen Systeme im Android, die schirmen Supplicant komplett ab. Du kannst keinen Statusinformation rauskriegen. Was dein obere Schicht nicht dir zur Verfügung stellt, gibt es nicht. Mit IWD haben wir das rausgenommen, weil IWD macht halt alles und dementsprechend kannst du auch Informationen haben, okay, du kannst Conman laufen lassen, du kannst ein Command Line Utility IW Control drauflaufen lassen, du kannst dann gucken, wo zu welchem Network bist du verbunden, du kannst einen Agent haben, der zum Beispiel nur für Signal Strength ist, das heißt, der sagt dir einfach nur, du kannst dann ein schönes Icon oben malen, wie die der Signalstärke ist und das macht das dann halt nur das. Alles andere läuft nochmal weiter. Du kannst, wenn du anfangen, den Users für dein Passwort oder Username und Passwort oder andere Informationen für Zertifikate, kannst du einen kleinen Agenten schreiben, der nur das macht. Und den kannst du hübsch in die UI einbauen, du kannst alles separat machen und packst es dahin, wo du es brauchst. Du musst nicht so ein Monster-Monolith drum bauen. Und dann kannst du Conman Network Manager oder andersrum draufsetzen, dass halt, okay, ich brauche ein bisschen mehr konfigurieren, ich will den User jetzt scannen lassen, ich will ein Netzwerk auswählen lassen und so weiter. Schön separiert, kannst alles in eine Binary packen, aber du kannst es halt auch separieren. Interessant halt sind solche Sachen wie RSSI-Updates, die sind dann halt wirklich separiert. Und kein anderer wird aufgewacht, sondern nur der Klient, der halt die RSSI-Information haben möchte. Ursprünglich, muss ich gestehen, hatten wir eigentlich nie vor, mehr als Conman zu integrieren. Conman haben wir relativ früh gemacht und dann fiel es auch vom Tisch wieder. Also man gibt es eine Conman-Version, da kann man das mitmachen. Da müssen wir nochmal wieder bei und die besser machen. Das haben wir nicht geschafft. Weil wir haben uns in den letzten Monaten wirklich oder in den letzten halben Jahr darauf konzentriert, Network Manager IWD tauglich zu machen. Das hört sich erstmal einfach an, weil das ja alles Plugin-basiert und so weiter. Das war überhaupt nicht einfach. Die Struktur von Network Manager ist halt auf WSupplicant ausgelegt mit sehr viel drumherum, dass Network Manager sehr viel Informationen über Wi-Fi-Netzwerke hat. Die geben wir aber nicht raus. Wir geben raus, welche Netzwerke wir kennen und welche Netzwerke wir finden und dann gibt es ein Connect und Disconnect und nicht irgendwie, ich möchte andere Sachen noch machen. Das ist auch gut so. Braucht natürlich sehr große umstrukturierte Network Manager und das wird in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch so weitergehen, wo wir Network Manager intern unten drunter umbauen müssen, damit das besser separiert ist und besser funktioniert. Vorteil ist natürlich, WP3 Support gibt's umsonst, weil wir müssen halt nicht viel drum rumschreiben. Es ist halt da. Du änderst die IWD-Version, die WP3 Support hat und damit hast du es dann auf einmal. Enterprise-Netzwerke funktionieren auch. Wir wissen noch nicht, welche Version das jetzt reinkommt, aber wir haben das jetzt auch mit weiteren Plugins gelöst, dass das halt auch voll funktioniert. Weil Network Manager hat immer das Problem, dass man halt alles manuell mit der UI angeben soll. Das können wir, die werden dann in Enterprise-Profile umgewandelt und abgelegt und dann kann man auch EduRoom und alles mögliche andere benutzen. Chrome OS haben wir, da läuft ein Prototyp mit IWD. Der ist noch nicht öffentlich und der hat auch größere Probleme, weil Chrome OS hat das Problem, dass viele der Wi-Fi-spezifischen Sachen mitten in den Browser gehen. Da müssen wir auch noch um einiges umbauen, dass das cleaner, sauberer wird und dass wirklich unten hast du deine Wi-Fi-Schicht, oben hast du deine User-Interface, was in Chrome OS drin, im Chrome-Browser drin ist und da müssen wir halt nochmal bei. Clear Linux hat auch Support für IWD, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, dass das halt sauber kommt. Wenn wir so weitermachen, wird wahrscheinlich WSupplicant aus Clear Linux rausfliegen und IWD wird die einzige Lösung werden. Und wir haben natürlich Command-Line-Client, den geben wir auch mit dabei. Damit kann man das auch so machen, ohne dass man halt eine UI offen hat, was ganz praktisch ist. WP3. Also WP3.2 hat ja die Probleme gehabt. Das Problem, was wir wirklich hatten, ohne IWD kannst du kein Update auf WP3 machen, ohne dass du den WSupplicant anpackst, Network Manager anpackst und die UI anpackst. Mit IWD ist es endlich möglich, dass du wirklich nur IWD änderst, weil der Kernel macht dafür nichts. Das ist einfach nur anderes Krypto, den interessiert das gar nicht. Du musst im Endeffekt nur IWD-Update machen und dann hast du WP3-Support. Was natürlich wichtig ist, ansonsten dauert das wieder Jahre und Jahre, bis das kommt. Wir werden sehen, wie lange die Access Points dauern, aber ich hoffe, das kommt jetzt wirklich schnell. Jedenfalls bei den Herstellern, die hier regelmäßig Software abzuhauen. AVM oder so würde ich zum Beispiel erwarten, dass die es doch relativ schnell machen, im Gegensatz zu vielleicht so einer Cisco, wo schon Cisco Consumer, wo schon, wenn du das Produkt kaufst, ist dann End of Life.
Damit IW die Realität wurde, mussten wir einiges am Kernel umschrauben. Das Projekt ist 4 Jahre alt, das meiste davon ist upstream. Aber das fundamentale Problem war, WSupplicant war der einzige Benutzer von Netlink 802.11 und als einziger Benutzer war es okay, um Bugs und Fehler umzuarbeiten und manche Funktionalität wurde nicht benutzt, die wurde dann gar nicht getestet. Das haben wir jetzt alles gefixt. Das sind viele Gegenden, wo wir es halt sauber hinkriegen. Und die Features, die wir gefunden haben, die falsch dokumentiert waren oder schlecht dokumentiert waren oder nicht funktionieren wie dokumentiert, sind alle gefixt und das läuft dann halt auch. Was wir aber noch gemacht haben, war extra Funktionalität, Attribute Socket Owner. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand einen Connect-Befehl in ein Wi-Fi-Netzwerk gibt, hatte der Kernel vorher die Idee, ja, ich mache das. Stirbt der WSupplicant oder wird beendet in der Zwischenzeit, macht der Kernel fröhlich weiter. Das heißt, wenn das nächste Mal dann wieder startet oder neu gestartet wird, dann denkt er auch, ich bin nicht connected, weiß er nichts. Und das ist halt ein großes Problem. Mit Socket Owner ist, wenn der aufrufende Prozess stirbt, wie beim File-Descriptor, wird er wieder freigegeben. Und dementsprechend läuft das da auch, mache ich einen Connect, mein Prozess stirbt, ich kille den oder sonst irgendwas, fahre das System runter, wird man sauber von dem Access Point disconnected. Erstaunlicherweise hatte Config 8211 mit Netlink 8211 kein Hotplug-Support. Das heißt, du hast eine Wi-Fi-Karte reingesteckt, da kamen keine Signale. Erstaunlicherweise funktioniert das mit Network Manager und WSupplicant. Die machen so viele Hacks drumherum, bis sie dann ihre Karten finden, bis sie dann UDEF geguckt haben, bis sie dann SysFS geguckt haben, bis sie dann alles haben. Der Kernel weiß das schon, der Kernel kann uns einfach mitteilen, haben wir gefixt. Ist der einzige Hotplug-Support, den IWD so unterstützt. ERP over Netlink 8211 habe ich schon drüber angesprochen. Das war uns ganz wichtig, dass wir die Race Conditions raus haben. Für ASSI, ein schönes Status-Icon, haben wir weitere Trigger eingebaut, dass der Kernel die auch nur zu der Hardware aufladen kann. Das heißt, wenn sich nichts ändert in dem Threshold, den du angegeben hast, wirst du gar nicht aufgeweckt und dein Icon muss sich gar nicht neu malen. Musst du dich um nichts kümmern, musst du einfach nur sitzen und warten. Die Cleartext-Leaks von den PTK-Rekeys, die Patches sind da. Ich glaube, wir haben sie noch in keinem Upstream-Kernel. Kommt halt auch. IWD wird auch Support dafür haben, weil das Problem ist, dass keine einer neuen Karte Rekeys funktioniert oder nicht funktioniert. Das ist so mehr Hände schütteln, ein bisschen beten und dann hoffentlich klappt das. Manche Hardware kann es nicht. Ist alles supi. Mittlerweile die Kernel-Patches werden dir sagen, welche Hardware es kann und IWD wird dann Support dafür haben, das wirklich dann entweder zu deaktivieren oder halt manuell Disconnect machen und dann halt weitermachen. Wir haben weitere APIs für Hardware-SIM eingebaut, so dass wir mehr testen konnten. Also es ist dynamische Netzwerkkarten erstellen, löschen, andere Features einbauen und so weiter und so fort. Ich glaube, bis auf das Rekeying ist alles definitiv upstream. Der Rest, also Rekeying, glaube ich, kommt auch. Wir werden noch ein paar Arbeiten haben in manchen Gegenden, wo weitere Features gebraucht werden. Aber die großen Probleme, die wir hatten, haben wir in den Griff gekriegt. Die eine Sache, die mich immer stört, ist, wenn ich einen Prozess habe, der mit dem Kernel kommuniziert und ich weiß nicht, was der Prozess macht. Zur Lösung kam dann IWMon. Das ist einfach ein Utility basierend auf Netlink Monitoring. Das kann halt den Traffic zwischen WSupplicant und dem Kernel auslesen und dann auch zwischen IWD und dem Kernel, ohne dass du den Daemon modifizieren musst. Das heißt, ich weiß genau, wann mein Prozess welche Netlink-Message an den Kernel schickt und welche Events er zurückkriegt. Das heißt, ich muss da keinen extra Code einbauen, kein extra Hacking machen. Ich kann wirklich alles da haben, passiv mitschneiden, in ein PCAP-File packen und zusätzlich wird es auch den IAP-Traffic, entweder über Netlink 8211 oder halt über einen Ethernet-Port mitschneiden und dann ist er schön in einem PCAP-File hinterlegt und dann sieht man auch von solchen Race-Conditions wie, oh, die Message kam, die Ethernet-Frame kam vor dem Netlink-Frame an, kann man dann nett rauskriegen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt erkennbar ist, ich glaube es halbwegs, aber das wäre zum Beispiel, wenn man scannt. Das ist dann halt, man sagt Trigger-Scan und dann sagt er irgendwann, ja, ich bin fertig mit dem Scan und dann sammelt man die Resultate wieder ein und dann kann man das so nett rauskodieren. Interessant mit IWMon war dann halt auch, als man das mal wirklich laufen lassen hat und dann mit WSupplicant mal so Testaufsetzung macht von Networken, was er wirklich macht, warum manche Sachen nicht funktionierten. WSupplicant teilweise hat auch keine Idee, was es macht. Da kommen dann solche Lösche-Key. Ja, dann sagt der Kernel zurück, der Link existiert gar nicht. Das heißt, ich wusste gar nicht, dass da irgendwelche Links nicht vorhanden sind. Das fängt einfach an, versucht irgendwie Keys zu löschen oder sonst irgendwas zu machen. Das macht mir dann schon Sorgen, wenn da viele Fehlermeldungen kommen und dein Prozess ignoriert die alle. Das machen wir nicht. Also IWD wird wirklich alle Fehlermeldungen benutzen und halt auch nur versuchen, Kommandos abzusetzen, wenn es wirklich notwendig ist.
So, was haben wir denn jetzt wirklich da? Station Mode, Access Point Mode, Archguck Mode sind da. Also die funktionieren sauber, sind wir sehr zufrieden mit. SSIDs werden sauber gegroupt. Die BSSS, also die Stations, werden selektiert vernünftig. Wir schaffen die Hidden SSIDs sauber. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Für euer Handshake, für ISN ist all da. Das funktioniert alles. Pre-Authentication haben wir auch mittlerweile eingebaut. Das läuft auch. Fast Transitioning und Fast Roaming. Also wirklich einen Access Point fragen, was sind deine Nachbarn? Gib mir mal deinen Nachbar. Unsere Signalstärke ist schwach. Ich gehe auf deinen Nachbar, wenn du Stärken hast. Funktioniert. Das funktioniert auch so, dass es wirklich super, super schnell ist. Weil man kriegt die Informationen, auf welchem Kanal der Nachbar sendet. Das heißt, man macht einen ganz schnellen Scan auf einem Kanal, springt rüber. Und wenn man schon eine Pre-Authentication hat, dann kann man auch ganz schnell einfach die Verbindung aufbauen. Radio Resource Management haben wir auch mit drin und wir haben auch die ganzen Action Frames, wo wir dann Access Point fragen können, ist das wirklich, was du wolltest, also zum Beispiel ein Disconnect oder Access Point und fragen können, willst du wirklich disconnecten oder können wir die bestätigen, alles schön verschlüsselt, dass dann halt wirklich versuchen, die Verbindung stabil zu halten und nicht bei irgendwelchen komischen Collisions in der Luft dann die Verbindung abbrechen und neu aufbauen müssen, weil das kostet halt doch länger Zeit. Enterprise Support, also wir haben die große Liste, natürlich gibt es noch tausend andere Methoden, aber wir haben die richtig große Liste der IAP Method voll, also IAP TLS, das probably das meistbenutzte und IAP Peep und IAP SIM auch in Kombination mit Ofono, also wer eine Telefonie-Stack mit Ofono laufen lässt, kann auch IAP SIM und IAP AKA und AKA Sharp machen, das funktioniert alles wunderbar. Einzige Sache ist, man braucht dafür einen Kernel mit Asymmetric Key Patches, der noch nicht upstream ist. Die Patches sind draußen, sind reviewed by David Howells, James Morris, Dennis and myself. We're just waiting for them. Wir warten einfach nur, dass wir die Patches jetzt halt upstream kriegen und ich hoffe, dass James die in den nächsten Kernel nimmt. Also 4.20 oder 5.0, in Abhängigkeit, wie Linus das Ding halt nennen wird, hoffen wir, dass wir die Dinger reinkriegen. So, the DBus API ist relativ klein, also das ist von IWD Control, was im Endeffekt ein 1:1 Mapping zur DBus API macht. Also man kann sich seine Adapter anzeigen, das sind die physikalischen PHYs, die drin sind. Man kann anzeigen, ob man ARCHOC Support hat oder Access Point Support und dann kann man ihn an- oder ausmachen. Relativ einfach, muss man nicht viel machen, alles Trickreiche macht das Ding selber. Der Unterschied zwischen Start und Start Open ist im Endeffekt auch überflüssig. Man kann einfach sagen, wenn die PSK angegeben ist, dann wird es halt ein verschlüsseltes, wenn nicht angegeben, wird es halt ein offenes. Access Point ist zum Beispiel immer mit einer Verschlüsselung, weil das macht wirklich keinen Sinn, einen offenen Access Point anzulegen. Das Interessante ist die Station Modus Operation. Also man kann sich die Interfaces anzeigen lassen. Wir unterstützen mehrere Interfaces auf einer Karte. Nicht viele können das, aber das wird mehr interessanter, wenn P2P und andere Kombinationen kommen. Mit den Interfaces kann man dann auch sich auf die Netzwerke verbinden. Also es kann nicht wirklich viel von der DBus API. Wir können scannen. Man kann sich dann die Liste der Netzwerke anzeigen lassen. Man kann ein paar Properties auf dem ändern, aber im Endeffekt kann man nur sich verbinden oder sich nicht verbinden. Hidden ist special, das wird auch immer special bleiben. Also wenn man sich zum versteckten Netzwerk verbinden will, dann muss man halt eine spezielle Methode aufrufen, ist halt so. Man kann sich anzeigen, welche Netzwerke IWD kennt. Man kann sie dann wieder vergessen. Also sobald man sich erfolgreich mit einem verbindet, geht das Netzwerk in die bekannten Netzwerke über und man kann halt WSC, also Simple Configuration, machen und das wirklich einfach Push-Button oder man gibt den PIN an. In den meisten Fällen wird es Push-Button sein und dann kann man einfach das verbinden. Hat man den PIN von der Box, dann kann man zum Beispiel einfach mit dem PIN das machen. Und ich probiere das jetzt einfach mal zu demonstrieren. Ich weiß gar nicht, ob ein Wi-Fi-Netzwerk hier ist oder ob wir eins bauen müssen. Und jetzt kommt das Interessante, ob ich das wirklich mirrorn kann, ohne dass was schief geht. Naja. Ich schieb's dann dahin. Bin ich zu weit? Geht, oder? So. Also, wir haben halt alles soweit in den einen Deem reingepackt. L ist im Moment noch im IWD Source Code mit drin. Das ist einfach, damit die Distros ein bisschen einfacher haben, das zu bauen. Bei 1.0 wird das verschwinden und wird eine separate Dependency sein. Wie ihr gerade seht, IWD hat wirklich keine Dependency. Deemen einfach starten. -D für Debug Symbols.
der startet und fängt auch gleich an zu scannen. Also muss nicht mehr viel machen. Er legt dann halt wirklich los und sagt, ich mache jetzt, wird er jetzt eins von meinen Heimnetzwerken oder meinen Testnetzwerken finden, wird er sich da direkt drauf verbinden. Client hat ein IW Control Utility und die Help-Funktionalität ist das, was ich hier vorhin gezeigt habe, könnt ihr darin sehen. Meine bekannten Netzwerke, ich hatte Linux Foundation Event gehabt, meine Testbox zu Hause, die kennt er noch, die hat er sich gemerkt, weiß man, was das letzte Mal verbunden hat, 30. August oder 22. Oktober, ich glaube 22. Oktober war aber 2017, deswegen ist das muss man vielleicht ein bisschen ein Update machen und die Jahreszahl mit einbauen. Interessant ist vielmehr, wenn ich einfach sage, ich möchte, also da im Hintergrund scannt, muss ich gar nicht jetzt wirklich von der UI scannen. Ich kann auch einfach sagen, welche Netzwerke hast du denn jetzt schon gefunden? Und dann zeigt er dir das an und sagt, hier sind meine Netzwerke, mein Signal, Stärke ist da, die sind nun alle verbunden. Ich habe von dem kein Passwort. Probieren wir es einfach mal mit dem. Also ich sollte die LTE ausmachen, deswegen können wir es nicht machen. Wir können es probieren hier einfach zu dem. Hat auch schön Tab Completion und solche Späße halt alle. Also das will er natürlich nicht. Ah, ein kleiner Bug noch. Kann man sich einfach zu verbinden und er wird sie jetzt auch verbunden haben. Und das geht auch super schnell. Also mit dem PSK wäre es jetzt noch interessanter, weil der Agent ist mit eingebaut in das kleine Command Line Utility. Da wird dann halt nachgefragt, Passwort eingeben und dann ist man fertig. Und das ist im Endeffekt wie eine GOM UI und Network Manager alles das machen würde. Das wird alles dann durchgefiltert und dann funktioniert das. Und natürlich, wenn ich jetzt hier sage, welche Liste kennst du, dann sagt er, kennt er das. Und dann kann man auch hier, könnte man auch sagen, vergiss es und dann. Da fehlt Tab Completion. Das ist noch ein bisschen Arbeit zu machen. Wir sind noch nicht bei 1.0. Wenn man es vergisst, dann wird auch automatisch wieder das Netzwerk vergessen. Natürlich auch nicht dann in der Connected lassen, wir da wieder disconnecten. Und dementsprechend hätte man dann halt auch. Moment, hier habe ich gerade gesehen. Ist auch offen, ist dann nicht langweilig, aber würde dann halt wahrscheinlich auch gehen. Die Jungs haben auch ein bisschen Spaß gehabt, die Listen in dem Command-Line-Client machen automatisch Updates und dann auch wieder das ruckzuck verbindet sich relativ schnell und dann muss halt nur DHCP drüber laufen und weiter geht's. So. Frage, aber nicht so fachthematisch. Du meinst, also hat die viel Contributions aus der Community geprägt oder ist das so? Ich glaube, man kann nicht da so. Das ist immer so eine trickreiche Sache. Die Diskussion hatte ich letztens auch gerade. Anfangs ist das immer wirklich eine One-Man-Show. Du musst es halt zum Punkt kriegen, wo halt Leute das auch nutzen können. Seitdem wir, die andere Sache ist, man muss halt zum Punkt kommen, wo man Releases macht, dass die Distros das auch einpacken, dass Leute das auch testen. Und so langsam sehen wir halt Leute, die, oh ja, wir haben das getestet. Edurum ist das beste Beispiel, Sachen, die ich auch nicht wusste. Edurum kann keine einzelnen Benutzer deaktivieren. Also normal würdest du erwarten, die sagen, okay, Benutzer Marcel verlässt die Uni, hat dann kein Zugang zu Credentials, dann würden sagen, okay, ist der noch irgendwo eingeloggt? Wir sagen dann dem Access Point, kick den runter und alles geht weiter. Machen die nicht, können die nicht, geht irgendwie nicht. Genau, die machen einen Rekey auf alles und das heißt, jeder wird irgendwie alle 6 oder 7 Stunden wird jeder einmal rekeyed. Diese Rekeys machen Probleme. Da funktioniert nicht immer sauber und dementsprechend muss man dann auch gucken, da muss man ein bisschen ran, da lief alles nicht ganz sauber. Mittlerweile läuft das, aber das waren so Sachen, wo er erwartet hätte, dass es anders funktioniert. Ist nicht so. Die machen einen Rekey und wenn du dann versuchst, da neue Credentials zu kriegen, kriegst du sie halt nicht mehr. Wenn die entsprechende Einrichtung das Rekey irgendwie angeschaltet wird. Ja, das, aber manche haben es, die uns den Fehler gemeldet haben, haben es halt und das war halt ziemlich aggressiv. Wusste ich auch nicht. Das sind so Sachen, die lernt man dann damit dabei. Also wir haben im Moment ziemlich viele Tester. Kontributionen sind kommen. Also man sieht das schon an den Gitlogs, dass auch mal extern, oh, hier so ein kleiner, das funktioniert nicht, das habe ich gefixt. Große Features? Nein, noch nicht. Aber Fixes für, wir haben das getestet, funktioniert bei uns fast, aber hier ist ein kleiner Fehler. Da habt ihr was gebaut. Wir hatten auch Security Researchers, die irgendwann nach den ganzen Crack-Attacken und sonst irgendwas, wir waren uns nicht anfällig zu Crack, mal drauf geguckt haben, die hatten dann eine Mini-Buffer-Overflow von irgendwie 2 Bytes gefunden. Ich meine, ja, andernfalls habt ihr den Code echt sauber, da läuft nicht viel rüber. Das war dann auch schon ganz cool. Also da haben sich einige Leute schon angeguckt. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Codebasis einfach um einiges kleiner ist, dass man halt da sagen kann,
da können wir mal drüber gucken. Nach da bist du beginnt, guckst du nicht durch und den Spaghetti-Code verstehst du auch wirklich nicht. Es sei denn, du musst reingucken. Wie viel Lock habt ihr denn momentan, wenn du wenig Brot sagst? Schauen wir mal. Ah, das ist natürlich nicht ganz repräsentativ, weil L mit drin ist. Also der Demon selber sind 8.000. Entschuldigung, 41.000. Der Client sind 6.000. Also, das ist nicht viel. Das ist minimal. Und viele sind, auch wir haben noch nicht SPDX-Headers, wir haben noch diesen komischen, wir haben immer noch 1.000, also mindestens 20 Zeilen Copyright-Statement am Kopf, dann müssen wir auch noch irgendwann bei und die rausschmeißen. Also es ist, also wir, können ja einfach reingucken, ist ja relativ, ich mache es ein bisschen größer, ich muss gerade mal gucken, kontrollieren, dass man das halt auch halbwegs sieht. 8000 Zeilen sind wirklich nicht viel, wenn ja. Ich dann denke, wie wir also, wir können ja, also das Interessante ist, wenn du halt jetzt guckst, also und die ganze ERP-Code ist ungefähr 10.000. Der Rest ist dann wirklich, vieles geht der Schuldung, dann halt Management-Protokolls, die halt alles komplett implementiert ist. Aber wenn man halt dagegen guckt, also wir haben es halt auch so weit, dass sämtliche Features sind halt mit Unit-Tests abgedeckt, wo du halt wirklich die MPDUs checkst, die KDF-Functions und so weiter und so fort. Also das ist wirklich alles da. Und interessanter wird es halt, wenn man die ganzen Sachen mit den automatischen Testcases hat, wo halt eine QEMU aufgesetzt wird, wo halt ein Host-APD gestartet wird, wo halt HWSIM gestartet wird und so weiter. Und da haben wir halt einige gebaut, die halt dann auch regelmäßig laufen, dass wir sicherstellen können, dass das alles funktioniert. Da muss natürlich solche Sachen mit dabei, wo wir halt dann ein bisschen das perfekte virtuelle Luft ein bisschen kaputt machen, dass du wirklich Paketverluste hast und halt, dass die gezielt auch Beacons oder Frames verloren gehen, da müssen wir halt auch nochmal bei. Also dann wird es richtig interessant, dass wir wirklich Disconnect-Frames entweder einschleusen oder auch runterlöschen. Aber ansonsten ist die Codebasis relativ überschaubar und klar strukturiert. Ich glaube, mit L geht es ein bisschen höher. Mit L sind wir dabei, 71.000. Zählt das überhaupt richtig? Ah, zählt er gar nicht richtig. Morgen gar nicht den Kopf drum machen. Also L dagegen hat nochmal 50.000 Zeilen. Aber da ist Debus-Support mit drin, da ist Netlink, Generic Netlink, da sind File System Watch APIs drin, da ist alles Mögliche drin. TLS. Support. Also man muss ein paar Sachen von TLS muss man noch auspacken. Wir haben nur das Record-Protokoll läuft halt im, muss man noch selber machen, aber der Rest ist halt im Kernel. TLS-Support im Kernel können wir noch nicht benutzen, aus dem einfachen Grund, weil der Moment auch Socket-basierend ist. Da müssen wir noch ein bisschen tricksen, wie wir den umdrehen können, dass der halt auch auf anderen Sachen funktioniert. Okay. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann Dankeschön.